Hey Leute, willkommen zurück bei GTA 5. Wir sind gerade mit Franklin unterwegs. Da drin sitzt er. Ich bin gestern standardgemäß mit dem Truck zum Golfplatz gefahren, habe da mal eine kleine Runde gespielt und ich finde, die haben das wirklich super umgesetzt hier. Spielt sich super. Und wir fahren zur nächsten Mission. Wo wollen wir hinfahren? Zu Franklin oder zu diesem Fragezeichen? Ich würde sagen, wir machen mal die Mission mit... Was? Wir machen mal die Mission mit Franklin bei seinem Zuhause. Da düsen wir jetzt einfach mal hin mit dem Truck. Oh, Müllfahrzeug. So, ich hoffe, die Aufnahme hält heute wenigstens mal. Oh, nicht. Oh, ah, sorry. Ich habe euch alle überhaupt gar nicht gesehen. Hab gedacht, ich komme da vorbei. Schon wieder. Jedenfalls hoffe ich, dass die Aufnahme heute hält und nicht mittendrin wieder abkrepelt. Aber ich habe eigentlich alles gut vorbereitet, dass es auch hoffentlich nicht zum Stocken kommt wie letztens. Und dass wir hier in Ruhe spielen können mit 60 Frames. Ich war eigentlich... Zumindest in GTA 5. Mittlerweile, wenn du die Türen wegpustest. Ach ja, genau, hier hinten ist so ein Random-Ereignis. Da hinten links seht ihr den grünen Truck. Ich habe jetzt leider nichts dabei, dass wir den ausschalten könnten. Könnten wir zwar machen. Allerdings ist das so ein zufälliges Ereignis. Da sehen wir dann unten links auf der Karte so ein blaues Symbol. Beziehungsweise so einen blauen Kreis. Und da können wir dann so kleine Missionen erfüllen, die halt so nebenbei mitlaufen, die zufällig irgendwo auftauchen. Die tauchen dann auch öfter mal auf, also auch ruhig zwei, dreimal das gleiche. Gerade die mit diesen Geldtransportern, das kommt öfter vor und da hätten wir uns jetzt ein bisschen Geld holen können. Ich lasse es jetzt mal. Erstmal die Mission bei Franklin machen. Och Leute, fahrt doch nicht mal immer so scheiße. Das gibt's doch nicht, so ehrlich. Jedenfalls tauchen die auch öfter auf. Ihr müsst die nicht direkt machen, die kommen später immer wieder. Bei dem Geldtransporter ist es so, am besten hinten die mittlere, die Tür in der Mitte irgendwie abschließen oder... Ah. So, wir sind da. Irgendwie. Oder halt draufschießen oder wegsprengen. Dann geht die Tür auf und ihr könnt euch das Geld rausnehmen. Ich komme jetzt mal von der anderen Seite hier ran. Die Tür offen? Nö. So. I know, I'm just asking. This is spirit walking. Exercises body and soul. It's all the rage. We are women and we are free. Free in the name of patriarchy. We are women. Here are free. We are women. Here are shouting. Franklin hatte übrigens eine neue Frisur und einen kleinen Bart bekommen. F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to... Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got... I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come with. We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. How the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Okay, you tall, linky son. Geil, drehen wir mal eine kleine Runde mit dem Chop. Das ist der Köter vom Lama. Ihr könnt euch, haben sie gerade oben links geschrieben, euch die eigene App runterladen fürs Smartphone oder fürs Tablet und könnt dann mit Jobs und ein paar kleine Missionen erledigen. Ich habe das damals mal gemacht für die PS3-Version und dem Vieh halt auch so ein paar eigene Tricks beibringen. Klappt doch ganz gut. Okay, steigen wir mal in den Lieferwagen. Die beiden steigen hier mit ein.
Hol mal nach hinten. Halt. Das sieht cool aus mit dem Fell. Das kommt wahrscheinlich auf YouTube nicht so rüber. Aber das Fell sieht super aus von dem Tierchen. Begib dich zum Vinewood Boulevard. Machen wir 2 Kilometer entfernt. Hey, I like your dog, homie. Me and Chop got a lot in common. Yo, annoying ass. Man, I'm carrying both of y'all asses, homie. Look what I set up. Man, fuck this, man. You seen Tanisha? She's straight. It's me and you that ain't straight, though, homie. Dog, I know, homie. But look, I met this contact, this white dude. Real serious dude, man. This motherfucker know the streets, homie. Huh. I know he'll be a good hookup for us. We don't need no hookup, fool. I know these streets. You know these streets. Man, all you know is dime bag hustling, credit card stealing, boosting gas tankers, homie. Come on, man. What you trying to be, some fucking commodity trader or something? Fool, that shit went up, man. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die with something that matters, homie. That's what foreign gangsters should really be about. And I know this much, the motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs, Dean. You know what I'm saying? This ain't no motherfucking pyramid scheme. No, wait, hold on. Listen to your boy one time. Listen to your boy. You want some paper, my nigga? This is what it's about. Check it out. I'm talking about 40,000. No problem. Cash in hand. 2 days time. No killing. Nothing. No, just starting another beef with the fucking ballers, nigga. That's class A felony bullshit. We gonna keep our disguise on. Ain't nobody gotta know it was us. He down this alley up here. Was ist denn das für ein geiles Auto gewesen? Hier oben mit Müll oben drauf? Ich hoffe, der steht hier öfter mal rum. Den würde ich gerne mal fahren. Hey, what's up, Bo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn, you short with it? I was just saying, I was trying to holler at you. You ain't hollering at nothing over here. Why has it gotta be like that? I'm an OG. N-O-G, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs over here. Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, That's boo-boo. Disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass, gangsters, insignia, mask-wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, shit. Bitch-ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Ho, ho, ho. Come on, let's go. Na super, wie sollen wir den einkriegen mit seinem Moped? Ja, ja, Job, bleib ruhig, alles klar, alles klar, alles klar, los geht's! Man, we're in a van, motherfucker, we fuck! Oh, gangster, we got this! It's gonna get bumpy, Chop! You seen that bitch back there? She a dog! Also ich muss mal sagen, dieses Gangster-Gehabe, das mag ja nun wirklich nicht jeder und viele fanden es auch bei GTA San Andreas schon ein bisschen übertrieben, aber ich finde, die bringen das. Auch wenn man dann natürlich nicht so einen Einblick hat hier, als wir halt, bringen die das wirklich gut rüber, finde ich. Also das klingt schon so, wie es wahrscheinlich auch da drüben eventuell abläuft, könnte ich mir das vorstellen. Keine Ahnung, aber es, wie alles in den Rockstar-Spielen, geben die sich da halt auch echt Mühe und das kommt echt gut rüber. So. Der ist gar nicht so schnell mit seinem Motorrad. If we snatching this dude, we snatching his ass right. Remember the homies around the block? Man, the homies is lame. Yeah, so we not. Ihr könnt ihn übrigens nicht einkriegen, dass er so gemacht, dass er immer vor euch bleibt, egal wie gut oder wie schnell ihr fahrt. Ah, Vorsicht, aus dem Weg! Aus dem Weg, Leute! Hup, hup! Oh! Ha! Man, take time, go get that fool! Nigga, you just sitting your ass there with your feet kicked up! Come on, Chop. Come on. Go bite his ass. Get that motherfucker, Chop. Get him! Ha! Davon rennt der Drecksack. Der hat's überlebt. Hat bloß ein bisschen was abbekommen. Hier ist so ein kleines Busdepot. Hier stehen mal eine Menge Busse rum. Sieht auch super aus, wenn man die nach und nach wegsprengt. Wo ist denn hin? Da rechts oben über den Zaun. Da klettern wir hinterher. Das ist immer noch so ein bisschen Tutorial-mäßig. Jetzt wird uns erklärt, dass wir hier auch drüber klettern können mit Leertaste. Beziehungsweise mit Viereck oder mit X müsste sein auf dem 360 beziehungsweise Xbox One Pad und drüber gerutscht. Bums, jawoll. Ah,
Wow, so nah war ich noch nie an den dran. Gar nicht so geplant, dass man, glaube ich, so nah rankommt. So, und jetzt kommen wir auch auf Job wechseln. Machen wir mal. Der rennt jetzt allein rum. Ich kann nichts machen. Der guckt jetzt. Der schnuppert ein bisschen hier rum, um den Typen eventuell irgendwo zu finden. Ne? So, wieder zurück zu Franklin. Gucken wir mal. Vielleicht befindet der Typ sich hier drin. Huch. Nein, ich wollte nicht zu Job wechseln. Ich lediglich mit der Taste vertan. So. Nächster Waggon hier drin. Auch nicht. Job hat's nicht so eilig. Husch. Schieb dich an. So, wechseln wir nochmal in das Tierchen rein. Wie gesagt, den können wir leider nicht steuern. Das finde ich auch ziemlich cool. Da hinten, oder was? Hey, where you going, boy? Chop, no! That don't look like no ballers OG to me. Och nö. Och, Chop. Ach du Ferkel. Ach komm, was soll's, ich gebe dir die Minute. Komm jetzt mit. Hier drin? Okay, schauen wir mal. Oh. Und wir rennen auch wieder hinterher. Yeah, that's you, nigga. Fucking idiot. Shit. I said I had no beef, man. Shut up. Hey, man, what the fuck? Get this fucking dog away from me. Come on, fuck. Okay, wir sitzen wieder am Steuer. Ab geht. Hey, if you don't train Chop, he gonna be a lost cause like you, dog. We gonna stash this dude in my spot. Es gibt ja hier in der Option im Spiel, könnt ihr auch Anti-Aliasing für die Reflexion einstellen. Lasst das, das frisst nur unnötig Performance und das fällt sowieso nicht auf. Könnt ihr euch sparen. Calling them on the cell phone, you dumb motherfucker. They gonna trace this shit in a second. We want 40,000. Is pay me or pay the funeral director, motherfucker. What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck y'all. I'll be seeing y'all soon. The only reason you been seeing shit, cause we went easy on your ass. Remember that, dog. Oh, you owe me a bike too, you motherfucker. That's some bullshit. Take me down the cut. Okay, setzen wir da mal hier drüben ab im Freizeitzentrum. Man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was getting us paid. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. Alright, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. The cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sizzle. No, the fuck you kids ain't.
Ja, Lama hat sie echt nicht alle. Der ist echt übel drauf. Speichern tun wir. Natürlich. Bestanden. Super. Wie sieht's denn aus? Verbesserte Reflexe. Ha. Huh. Egal. Silber. 84% erreicht. Wunderbar. Wir können ja nochmal. Hier oben links ist Gratonia aufgetaucht. Als kleine Fragezeichen Aufgabe. Da fahren wir direkt nochmal hin. Na du? Tiny, do you ever clean your raggedy bitch ass up? Fuck you, Lamar. I mean, Franklin or whatever. Everybody on the block knows you gone on Vinewood and shit. Well, shit, if going Vinewood means I ain't hitting the pipe like 1992, then shit, I'm guilty as charged. Punk ass. What? Bitch ass. Excuse me? Look, I'm sorry. But where's your love for the hood? JB ain't doing good. He needs help. We need your help, nigga. We gonna lose everything. All right. Shit. What do I gotta do? Same as before, boo. A little help with the tow truck. Nothing for a real man like you. All right. You just get yourself together. Your ass done went crazy. Okay, dann gehen wir uns nochmal zum Abschleppdienst. Kommen die mit? Ja. Okay. Ja, die ist halt immer noch voll drauf. Und wir helfen ja trotzdem noch, weil wir sie halt kennen. Das gehört sich so. Not this again. What, we was like 13? But you was a man after that night. Damn, every time with this shit. Ja, der Franklin ist halt einer der wenigen hier von seiner Familie und seinen Freunden, der nicht so der Übergangster ist. Beziehungsweise auch nicht so richtig sein will, sondern eher so legale Sachen machen und gerne auf so einen Scheiß verzichtet, wie das, was der Lama hier so abzieht. Okay, steigen wir wieder rein und schleppen den nächsten Wagen ab. Das hat ja beim letzten Mal echt super funktioniert. Ja, die Kleine lässt sich da wieder ein bisschen Zeit. Beweg dich. Ah, los geht's. Wo müssen wir hin? Ah, ist gar nicht so weit weg. Dispatch, what you got? 10-4. We got an incident at handicapped spot. There is a rookie plucker and little soul. Do you copy? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Okay. Ein SUV abholen. Der steht auf dem hintersten Parkplatz ohne Behinderten. Kennzeichen, Etikette, Ausweis, wie auch immer. Das geht natürlich nicht. Der muss abgeschleppt werden. Wir beeilen uns mal ein bisschen. Oh, oh. Das war knapp. Die ist echt nicht ganz dicht, ey. Unfassbar. You always did think you were so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. And you got your math on the corner in Davis. Okay, da sind wir schon. Müsste der hier drüben sein. Genau. Der steht halt auch tatsächlich auf dem Behindertenparkplatz. Ach cool, wir haben das Ding schon dran. Super. Komme ich hier noch rum? Ja, das passt. Ich muss sagen, ich habe ja das Spiel jetzt wirklich schon dreimal durchgespielt und auch dreimal die ganzen Abschleppmissionen gemacht. Aber an die, dass wir jemanden vom Behindertenparkplatz abholen müssen, kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern. Ich weiß nicht warum. Haben wir das Ding noch am Haken? Gott sei Dank. Ist ja komisch. Wer weiß. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, ain't I? I've been covering that brother for 20 years.
dem Weg. Abschleppfahrzeug unterwegs. So, endlich halten die beiden mal die Klappe. Ach, hier sind wir schon. Guck mal, hier rechts haben wir schon den Abschleppplatz wieder. Ja, ich weiß. I'll make it up to you, Franklin. You know I will. See you round. Peace, baby. Bestanden, super. Gold? Ja, super. Auch Gold. Ha. Ich schau gerade mal, hier links ist ja dann die Polizeistation wieder. Ob auf dem Dach eventuell diesmal der Heli steht. Da stand ja, glaube ich, beim letzten Mal da, oder? Telefon? What's up, homie? Hey, look. Chop got to stay around your crib for a while, homie. That's cool? Yeah, man, it's cool. Shit's the best place for him anyway. Ha! Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. Na ja, cool. Chop gehört jetzt zu uns. Den können wir abholen. Er hat so eine kleine eigene Hundehütte. Ah, sieht nicht so aus. Hier oben steht es uns auf diesem LSPD-Gebäude. Ein Helikopter drauf. Schade. Schade. Da oben steht es jetzt nochmal. Chop ist jetzt bei Franklins Haus. Beziehungsweise zu Hause verfügbar. Können wir den abholen? Können wir dem eine Runde Gassi gehen? Können Bällchen werfen? Der holt den auch zurück. Ah, die Sonne geht gerade unter über Los Santos. Und die Lichter schalten sich nach und nach an in der Stadt, in Downtown vor allem. Das sieht so geil aus. Was haben wir hier vorne noch für eine Fragezeichen-Mission? Frage ich mich gerade. Ja, von rechts unten auf der Ecke, dort am Radar. Ach, da können wir mal hingehen. What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny motherfucker. Okay, da haben wir das schon mal angenommen. Jetzt können wir nämlich auch an Nachtrennen teilnehmen. Besorgt ihr ein Auto? Ach so, das müssen wir jetzt schon direkt machen. Ich würde natürlich am liebsten ein richtiges Rennauto für nehmen. Nicht unbedingt mit der Kiste dran teilnehmen. Gucken wir noch kurz rum, ob wir irgendwo noch ein richtiges, schönes Rennauto finden oder ein schnelles. Ha. Ist natürlich gerade... Wollen wir den hier nehmen? Oh, doch hier drüben. Ha, super. Das ist genau das Richtige für uns. Oh ja. Oh ja. Dinka Chester Sportwagen. Das halt geht mal ab wie Schmitz Katze. Wow, 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 wow. Wendet er einfach mitten auf der Straße, der Sack. Wir haben uns fast noch in die Seite reingefahren. Ich möchte zumindest das Auto heil dort am Startpunkt noch irgendwie anbringen. Dann nehmen wir mal im ersten Rennteil. Man kriegt auch so einen Superstart drin hin. Ich überlege gerade, wie das war. Ich glaube direkt, wenn das Go erscheint, Gas geben und dann schießt man wie bei Mario Kart in so einen Blitzstart nach vorn. Das ist immer super. Da kommen jetzt links oben Tipps. Das Problem ist, die könnt ihr halt nicht wirklich lesen, wenn ihr hier so rumheizen müsst. Da gibt es dann halt mehrere Rennen. Das ist jetzt das erste und danach werden dann immer mehr freigeschaltet, nach und nach. Man trifft immer mal wieder auf den Typen.
Ah, sorry. Ich glaube, 2 oder 3 Runden müssen wir fahren. Ach, guck mal. Runde 1 von 2, Kontrollpunkt 15 von 18. Ups. Oh, verdammte Scheiße. Das einzige Dumme ist, dass hier, genau wie man das auch bei GTA Online einstellen kann, bei Autorennen, dieses Aufholen. Dass halt die Gegner aufholen können. Beim Online-Part ist es so, habe ich gestern mal probiert. Wenn man Erster ist, dann wird das Auto gedrosselt, sprich man ist langsamer, so lange, bis die anderen sich wieder ein bisschen angenähert haben. Das finde ich so dumm. Ich finde es okay, wenn es leicht integriert ist im Singleplayer. Aber im Multiplayer, da gehört das absolut nicht hin. Und wenn ich der Host bin, wird das grundsätzlich ausgeschaltet. Entweder man kann fahren oder halt nicht. Mit solchen Aufholmanövern, das finde ich immer Quatsch. Oh, beziehungsweise mit solchen, ja, ein Cheat ist es ja nicht, aber das System erleichtert das dann halt den Leuten, die vielleicht sonst nicht rankommen würden oder so. Das finde ich dann halt ein bisschen blöd. Aus dem Weg. Sieht doch ganz gut aus. Okay, hier vorne ist das Ziel und Erster. Ja. $200 dazu bekommen. Unfallfreies Rennen, cool. Wir haben zwar mal kurz angeeckt irgendwo, aber das war nur ein kleiner Kratzer, den wir uns da abgeholt haben. Super. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir es mit dieser glanzvollen Leistung von mir beim Autorennen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.